kommen wir zur Löwe. Ein bisschen die Karte mischen hier. Lieblingsmensch, was? Oh ja, der ist gesprungen. Oh, der ist in irgendeiner Liebessituation, ist er gefangen, ja? Nutzlos Widerstand zu leisten. Irgendwas blockiert dieser Mensch, ja? Frei zu sein. Was ist los bei diesem Mensch? Warte. Löwe. Der ist wie gefangen. Oder muss sich beweisen, ja? Ja, dieser Mensch, ja? Dieser Lieblings von dir ist nicht frei. Er ist am Beziehungsarbeit machen. Schau mal hier. Er zeigt sich gerne, ja? Ja, nichts mehr in der Vergangenheit, in dieser Partnerschaft, der sich jetzt befindet, ist nichts mehr zu retten. Ich kann nicht ausschließen, dass dieser Mensch mit dir da, dort, ich kann nicht ausschließen, Löwe, dieser Mensch Löwe, er möchte sie mir beweisen, das ist eine Charaktersache, ja. Er ist in einer Partnerschaft und macht Beziehungsarbeit. Aber die Karte sagt mir, ist nichts mehr zu retten. Und ich kann nicht ausschließen, dass dieser Mann oder diese Frau, die bei diesem Menschen eine Partnerschaft ist, dahinter gekommen ist. Dass der schaut, wo der Gras grüner ist. Ja? Wahnsinnig. Oh. Schau mal, er muss in Zukunft eine Entscheidung treffen, sein Leben. Er wird gezwungen vom Universum, das hier hinter sich zu lassen, ein neuer Mensch, ja, wie eine Erneuerung, innerliche Erneuerung bei diesem Mensch. Ja, Eifersucht. Ja, Eifersucht war der Grund hier. Und dieser Mensch, der mit ihm eine Partnerschaft ist oder noch ist, ja, aber das kommt nicht gut. Die ist dahinter gekommen, dass er Affäre hat. Ja. So sehe ich die Karten hier. Wüste. Wüste, ja. Mhm. Traurigkeit. Und dieser Mensch, der in einer Partnerschaft ist, hat sich sehr fertig gemacht, ja. Sie ist dahinter gekommen. Beziehungsarbeit. Ja, sie wusste, dass er ein Gigolo-Syndrom hat, ja. Das Leben genießt. Sie wusste schon lange. Mhm. Ja. Wenn dieser Mensch eine Entscheidung trifft, diese Partnerschaft zu beenden, sie, dieser Mensch oder sein Gegenüber in der Partnerschaft, sie sind nur zusammen noch wegen Stabilität, was sie aufgebaut haben in dieser Partnerschaft, wegen Ehevertrag, bla 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 bla. Das ganze Drama. Ja? Da muss er und sein Gegenüber eine Entscheidung treffen. Ich kann nicht ausschließen, dass diese Paar hier in eine Paartherapie gehen, ja? Um es noch zu retten. Aber es ist nichts mehr zu retten. Jetzt weißt du, woran dieser Mensch die Wahrheit nicht sagt. Hm? Hier, hier eine Karte für dich, wo zuguckt. Jetzt weißt du, was los ist bei diesem Mensch, sein Leben, ja? Genau.
Jetzt möchte ich eine Karte für dich, die zuguckt. Oh je. Ja, du fühlst dich nicht so gut. Ja, du fühlst dich nicht so gut. Du wusstest, dieser Mensch hat was zum Verstecken. Hat nicht die ganze Wahrheit dir gesagt. Du hast es gespürt, ja? Was meine ich? Du hast das gespürt. Eine Botschaft an dich, ja, wo zuguckt, in Bälde, schau mal, in Bälde, passiert was bei dir. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Irgendjemand da draußen wartet auf die Gelegenheit, ja. Das Universum, ja, kann nicht bei dir parkieren, jemand schicken, senden, wenn du deinen Parkplatz besetzt ist, ja. Du musst eine Entscheidung treffen, damit das Richtige zu dir kommt, meine Liebe. Was du damit machst, ich lese nur die Karten, ja? Jetzt noch eine allgemeine Legung, Botschaft meine ich, für 2024, wozu guck? Eine Botschaft noch. Entschuldigung, manchmal muss ich husten. Botschaft an dich. Oh ja, versuch etwas Neues für 2024. Du weißt erst dann, dass du etwas kannst, wenn du es versuchst. Wow, das ist eine gute Botschaft für 2024. Alles, alles lieb und gut. Mua.